Russe Alexander Bolschunow hat sich im WM-Skiathlon von Oberstdorf gegen 5 Norweger durchgesetzt und über 30 Kilometer die Goldmedaille. Nach 7 Silbermedaillen bei Großereignissen war es der erste WM-Titel für den Topf. Der 24 Jahre alte Langläufer distanzierte die Konkurrenz auf den letzten 500 Metern und wurde vor den Norwegern Simen Hegstad Krüger und Hans-Christer Holund Weltmeister. Zuvor hatte Bolschunow bereits das Trio Johannes Klebo, Emil Iversen und Sjur Röthe mit seinem hohen Tempo abgehängt. Mehr zum Thema nordische Ski-WM. Joaug stürzt und verteidigt dennoch ihren Titel. Nordische Ski-WM 2021. Zeitplan, Ergebnisse, Favoritenlanglauf erklärt. Bolschunow entschuldigt sich für Bodycheck im Zielraum. Bolschunow war erst am Freitag von der Disziplinarkammer des Weltverbandes FIS wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, nachdem er Ende Januar bei der Staffel in Lahti den Finnen Joona Mäki mit einem Bodycheck niedergestreckt hat. Bolschunow hatte Absicht bestritten. Die deutschen Langläufer hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Lukas Bögel belegte Rang 29, Jonas Dobler landete auf dem 36. und Friedrich Moch auf dem 8. Platz. Zuvor war auch der Frauen-Skiathlon über 15 Kilometer enttäuschend für die deutsche Auswahl von Trainer Peter Schlickenrieder verlaufen. Eiken, der Sch-